So, da sind wir wieder zurück, aber mit einem etwas ernsteren Thema. Und ich glaube, das wird einige Leute von euch, ich sage mal, ziemlich sauer machen. Aber im Nachhinein werden diejenigen dann doch wieder Verständnis dafür haben. Weil, wie ihr schon bestimmt am Titel und am Thumbnail sehen konntet, es werden einige Skins entfernt werden. Und zwar die exklusiven Skins. Heißt quasi wie Wonder Skin und so weiter und wie sie alle heißen, von der Xbox der Skin, von der Nvidia-Karte der Skin. Alle die, die quasi auf Fremdseiten sich einen Skin gekauft haben, sagen wir jetzt mal für 25 €, für 30 €. Ich meine, wer auf YouTube ein bisschen rumguckt und gibt einfach nur mal Skin-Giveaway ein oder so. Oder Shop von anderen Skins, die komplett exklusiv sind, zum Beispiel nur für PlayStation sind und so weiter und so weiter. Da habe ich ja schon mal ein Video damals gemacht, warum Upper Red wahrscheinlich seinen Kanal verloren hat. Genau aus dem Grund bin ich jetzt wieder hier. Diesmal geht es aber nicht um Upper Red, sondern um alle, die quasi gekauft haben, um über genau diese Shops. Die werden sehr wahrscheinlich alle ihre exklusiven Skins, die sie sich gekauft haben, für 50 €, 100 €, je nachdem, werden ihre Skins wieder verlieren. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ihr quasi jemand anderen, ja, wie soll ich das erklären, jemand anderes hat sich auf eurem Account eingeloggt und hat euch den Skin eingetragen. Woher Epic Games das jetzt wiederum genau wissen will, ist natürlich wieder eine andere Geschichte, aber ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass Epic Games hingeht und guckt halt einfach, wo habt ihr am meisten Fortnite gespielt. Zum Beispiel hier, zum Beispiel, wo ich jetzt gerade bin, über die IP-Adresse logge ich mich immer ein. Jeder weiß, IP-Adresse ist quasi wie der Personalausweis, wenn du ins Internet gehst. Man weiß genau über die Adresse, das sind halt Zahlenkombinationen, da kann man nachvollziehen, von welchem Internetanschluss wurde quasi irgendwas im Internet ausgeübt. Deshalb sage ich auch immer wieder, auch Leute, die irgendwie im Chat oder so beleidigen, seid vorsichtig. Heutzutage ist man im Internet nicht mehr so unbekannt, wie ihr vielleicht denkt. Auch wenn ihr 100 Accounts irgendwo habt, man kann über den Namen und über YouTube oder andere Seiten, sage ich jetzt mal, trotzdem herausfinden, wer da letztendlich am Rechner gesessen hat. Also das ist nicht wie vor 20 Jahren. Da konntest du irgendwo in den Chat reingehen, sagen, hör mal zu, du bist ein Idiot und hast denjenigen den ganzen Tag genervt, das geht heute nicht mehr. Konsequenz ist halt einfach, Epic Games will klipp und klar verhindern, dass irgendwelche Skins teuer weiterverkauft werden, weil sie einfach exklusiv sind. Ich sag mal ganz einfach, es sollen nur die Leute belohnt werden, die auch quasi, ja, wie soll ich das sagen? Das sind ja Partner von Epic Games. Zum Beispiel Nvidia ist verpartnert mit Epic Games. Deshalb gibt es halt diesen einen Skin. Wenn ihr die Grafikkarte kauft, bekommt ihr den und den Skin. Wenn ihr bei PlayStation seid, PSN Plus kauft, bekommt ihr den und den Skin. Das ist halt einfach so ein Bonus. Das soll halt irgendwo die Leute dazu bringen, dass sie sich halt auch eine PlayStation kaufen oder auch eine Xbox kaufen oder eine Switch kaufen, damit sie halt diese Skins bekommen. Aber das führt natürlich auch die kriminelle Seite auf, diese Skins quasi zu verkaufen. Euch gebt den Code selber eintragen und ich kann es nur nochmal sagen, gebt nie eure Accountdaten weg. Wenn ihr irgendwas kaufen wollt und es wird nach euren Accountdaten gefragt, gebt sie bitte nicht raus. Macht's einfach nicht. Und wenn ihr für 5 € einen Skin bekommen könntet, gebt die Daten nicht raus. Gibt sie auch nicht eurem besten Freund, nicht eurer Freundin, gebt die Daten einfach nicht raus. Ist einfach so, weil nur so habt ihr die Gewissheit, nur ihr könnt auf diesen Account zugreifen. Was bedeutet, es kann euch auch keiner reinfunken, eure V-Bucks ausgeben und das Passwort ändern, etc. pp. Klar, es gibt Hacker, da gibt es natürlich immer die Ausnahme, das ist dann wirklich saudumm gelaufen, aber wenn man aktiv Fortnite spielt, merkt man das ziemlich schnell und Epic Games reagiert da auch recht zügig, wenn die merken, irgendwas stimmt da überhaupt nicht. Zum Beispiel mal 10.000 V-Bucks und auf einmal kauft einer nur Blödsinn. Also der Epic Games kommt einem da schon entgegen. Da wird halt alles wieder zurückerstattet und so weiter und so fort. Weil Epic Games will natürlich euch als Kunden behalten und nicht quasi, ihr wurdet gehackt. Und dadurch spielt ihr jetzt keinen Vorteil mehr. Von daher kann ich jetzt nur nochmal sagen, kauft euch bitte nirgendwo irgendwelche Skins oder sonstiges. Denn Epic Games will da jetzt wirklich durchgreifen. Einige wurden da anscheinend schon bestraft.
Keine Panik, ihr bekommt auch nur die Skins abgeholt und das war's dann. Wenn ihr allerdings natürlich euch eine Nvidia-Grafikkarte gekauft habt und habt dadurch den Skin bekommen oder mit dem Samsung Galaxy und habt den Skin dadurch bekommen, keine Panik, die Skins bleiben erhalten. Also nur die, die über die Drittanbieter, wo wahrscheinlich die IP-Adresse aus Hongkong kommt, die Skins werden halt wieder einfach entfernt. Ist für euch natürlich schlecht, aber so lernt ihr halt auch, man soll seine Passwörter nicht weitergeben. Weil alle wissen eigentlich, es ist illegal, überhaupt seine Daten weiterzugeben. Weil es sind nicht nur eure Daten, sondern es sind auch Daten, die von Epic Games sind. Hört sich jetzt blöd an, aber ich denke mal, die meisten wissen, was ich damit sagen will. Weil wenn jeder auf wie Account XY zugreifen kann, dann ist natürlich Epic Games auch nicht recht. Die wollen einen Benutzer, einen Account, einen Mensch, der dahinter steht, Feierabend. Mehr wollen die halt nicht. Also nochmal, wie gesagt, kauft keine Skins auf irgendwelchen Fremdseiten. Es ist nur zu eurer eigenen Sicherheit. Die Leute werden natürlich jetzt doppelt bestraft, weil Geld weg und Skin weg. Weil ihr werdet natürlich bei dem Anbieter auch keinen erreichen. So nach dem Motto, kann ich mein Geld wieder haben. Also da braucht ihr, glaube ich, gar nicht erst den Versuch zu starten. Das wird nicht funktionieren. Sei es euch halt einfach mal eine Lehre. Ich habe es euch schon mal gesagt, kauft halt wirklich nicht woanders ein. Epic Games schreibt es aber auch immer wieder in den Ladebildschirmen, hast nicht gesehen, gebt eure Passwörter nicht weiter. Von daher kann man nur sagen, wir lernen halt daraus und es wird halt was dagegen gemacht, was auch gut ist, weil es gibt auch bestimmt ganz schwarze Schafe, die auf eBay Kleinanzeigen sind, die sagen einfach, oh, ich verkaufe den Skin für 10 €, gib mir nur deine Daten und du kriegst deinen Account nie wieder. Alles schon passiert. Gerade weil kleinere, was heißt kleinere, aber wir haben jüngere Zuschauer, die geben ihrem Freund dann die Daten. Und ich will nicht wissen, wie viele E-Mails Epic Games, was das betrifft, bekommt. Also nochmal, gebt eure Daten nicht weiter, kauft keine fremden Skins. Ist zwar schade, ich will natürlich auch gerne alle Skins haben, aber so ein paar Sachen gehen halt einfach nicht. Und deshalb sage ich jetzt einfach mal in dem Sinne, passt bitte auf eure Daten auf und haut rein, euch noch einen schönen Sonntag. Und wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne noch ein Like auf das Video dalassen und passt auf euch auf. In dem Sinne, haut rein.